Ja, für dich, weil du sterben musst im Vulkan. Ganz genau. Stimmt, da bin ich geradeaus. Überlege, ob ich hier bleibe. Nee, ich Mann! hau ab. Hier ab? Nee, lass dich mal hier, gell? Du haust ab? Okay. Ich muss das Schiff in Sicherheit bringen. Jo, Flamme ist aus, tatsächlich. Die Flamme ist aus. Ja, ich habe sie ausgemacht. Mit Wasser oder was? Jo. Wie geht's wieder ab? Oh. Oh yeah. Da geht's richtig ab hier. Hoffentlich geht die Flamme wieder an. Hast du die Kiste aus dem Wasser gefischt? Nee. Okay, dann mache ich das gleich, nachdem ich jetzt gestorben bin. Oh. So, bitte gib mir jetzt. Jawohl. Easy. Das war knapp. Oh. Das war noch knapper. Oh, scheiße. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, aus dem Bereich raus. Herzen. Geil. Die ist richtig fett. Die Kiste, oder was? Nee, die Flamme. Ach so. Hallo. Hi, hi. Schöne Grüße. So. So, also hier sind wir auf jeden Fall in der Sicherheit. Ich muss bloß kurz warten. Guck mal hier. Oh, was bist du? Nee. Also. Ja, was ich hier gemacht habe. Tada! Oh, cool! Mhm. Das ist ja witzig. Jetzt muss ich nur noch irgendwo ein Leuchtfeuer mit dieser Flamme entzünden. Achso, das kannst du hier abgeben, oder was? Hast du jetzt die grüne Flamme? Dann kannst du da rangehen und. Cool. Geil oder geil? Oh, da drüben fährt der Zahnarzt, oder? Jo. Ja. Das ist ja cool. Das ist rot richtig und grün. Cool. Wir haben letztens unser ganzes Schiff in grün und blau gehabt. Sehr geil. Und das Schöne ist, wir können uns jetzt von hier oh, stimmt. Immer die Farben nehmen, weißt du? Ich muss noch schnell das Giveaway starten, das haben wir vorher gar nicht gemacht. Ich musste irgendwas mehr vergessen. Was für ein Giveaway? Ich mache ein Giveaway von Gamescom. Ich habe noch Gamescom-Zeug rumliegen und das wollte ich schon lange als Giveaway machen. Hm? Und das habe ich jetzt letzten Sonntag endlich gemacht und heute. Startet es in die zweite Runde. Genau. Ja. Ich habe zwei Pakete gemacht. Hm? Und das zweite Paket gibt es heute. Ah, cool. Ja, genau. Dann hast du nichts dagegen, wenn ich da auch mal reinjoin, ne? Na klar, kein Problem. Mach ruhig. Hast ja 30 Gold, aber das hast du auf jeden Fall. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Also ein Ticket kostet 30 Gold, man kann auch mehrere Tickets kaufen, dass man. Bleibt man dahinter einfach aus, ob jetzt ein Giveaway und die Anzahl der Tickets. Oh, dann mach ich jetzt nochmal. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich habe. Mach Ausrufezeichen Gold und dann siehst du das. Ja, nur noch 13 Gold, okay. Oh, nur noch 13 Gold, verdammt. Ja, einmal habe ich es ja gemacht jetzt. Malik hat 16 Gold, ah, okay. Aber du müsstest bei mir jetzt auch ganz schön viele Kackis haben. Malik hat gerade teilgenommen, glaube ich. Genau, deswegen hat er schon 30 Gold weniger. Und du hast ja auch schon, Chris, du hast ja auch schon teilgenommen. Ja, genau. Deswegen genau. Hast du auch schon weniger. Richtig. Genau. Schauen wir eben, ob ihr alle eingetragen seid. Malik nicht, aber du schon, Chris. Malik, du hast, glaube ich, noch zu wenig Gold. Normal, ein Follower gibt normalerweise schon ziemlich viel Gold. Was bekommst du denn dann Gold? Ein Follow macht eh schon 30 Gold aus. Wieso hast du dann nur weniger? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es gibt bei dem Bot. Ah!
danke schön für den Host. Genau, das gibt auch Gold. Boah, da müsste ich ja richtig viel haben, ja, wenn ich genau. dich im Auto hoste. Ja, genau. Das weiß ich bloß nicht. Follow ist dann. Okay, komisch. Ah. Follow, wann hast du gefollowt heute, gell, Malik? Achso, das war ja. Nee, warte mal. Der. Das Giveaway. Nee, da bist nur du, den Chris. Bin nur ich drin? Gold? Ja, genau. Komisch. Tja. Da verstehe ich nicht, Marek, wieso dass du so wenig Gold hast. Vielleicht ist der Bot irgendwie. Weiß ich nicht. Spinn da heute. Ich hau dir mal 30 Gold mitten auf. Beziehungsweise kann ich dich eigentlich so eintragen? Geht das auch? Giveaway. Nee, geht nicht, aber ich hau dir jetzt mal 30 Gold drauf. Es gibt. Nein! Halt. Weil on follow habe ich 30 Gold hier drin stehen. Users. ID. So. Madik. Edit. Wo steht das? Blacklisted? Nee. Hä? Bin gerade noch am Suchen. Ach, Currency, da steht's, glaube ich, irgendwo. Genau, da steht's. Und zwar Name. Malik. So, Malik. Edit. Dann, Malik, jetzt hast du 30 Gold mehr. Steht, glaube ich, nicht im Stream. Ich glaube, es gibt keinen Befehl für den Enkbot, dass er 30 Gold draufhaut. Aber du hast mehr. Host gab auch nichts dazu, das verstehe ich nicht. Dann spinnt der Bot irgendwie, weil online ist er ja. Der Bot spinnt, ja. Das ist der Enkbot, das wird eigentlich ganz gut sein. Aber ich wechsle sowieso mittlerweile auf den Streamlabs-Bot, Stream-Dingsbums-Bot. Nicht Streamlabs, sondern das ist der andere auf jeden Fall. Der andere große Anbieter. Da wechsle ich sowieso demnächst. Stream Elements, genau, stimmt. Ja, der ist echt geil. Das ist eigentlich der Enkbot, nur auf der Serverseite. Den kennst du auch, oder? Stream Elements? Ja, genau. Den habe ich ja bei mir. Ah, cool. Das ist halt geil, dass der auf dem Server läuft, gell? Mhm. Bin halt nur froh, also das hat eine Freundin von mir eingestellt. Mhm, okay. Ohne die Leute wäre ich längst verloren. Oh ja, ich nehme mir jetzt einfach mal deine grüne Flagge. Ja, genau. Es gibt auch eine Errungenschaft dafür, dass du alle Laternen im Schiff in verschiedenen Farben hast. Das ist ja cool, da macht es. Achso, stimmt, da müssen wir noch die anderen Tode sterben. Richtig. Ach, verdammt. Also wenn du einen Hai findest, bin ich nicht böse drum. Mhm. Weil wir können uns jetzt hier immer die von dem direkt rausnehmen, weißt du? Mhm, ja, klar. Aber der Hai spawnt nur, wenn man im Wasser ist. Also, wenn du jetzt runter springst vom Schiff, dann kommt er irgendwann. Genau. Genau so. Das habe ich letztes Mal auch gemacht und dann bin ich eine halbe Stunde durch die Gegend geschwommen. Echt, das gibt's ja nicht. Um diesen blöden Hai zu finden. Sonst habe ich immer das Pech, dass gleich einer kommt. Oh. Obwohl, letztens kam auch endlich mal wieder ein Hai, da war vorher lange keiner mehr da, wie ich beim Wrack getaucht bin. Weil früher sind die immer gekommen, wenn du am Wrack warst. Und jetzt kommen es immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Nur so 30% oder so oder weniger. Okay. Hm. Du musst aufpassen auf den Skeletttypen, der mir schießt. Wahrscheinlich schießt er gleich wieder. Ich bin ihre. Ah, da ist gar kein Skelett. Ha. Ah, du bist hier, jawohl.
Müssen wir auf die Insel da? Ja. Bis irgendwo ist der Händler. Er ist hier links irgendwo. Ja, Moment, das ist doch unsere Insel von vorhin, oder? Ja, ja, genau. Wir waren ja noch nicht bei den Typen. Wir müssen erst nur weggegangen wegen dem Vulkan. Den Vulkan, genau. Ah, clever. Spawn abholen. Ich entzünd dann mal ein Leuchtfeuer. Mhm. Jawohl, die Lobigung. Uhu. Dankeschön. Wofür? Weil ich habe nämlich auch die Belobigung bekommen. Aber ich weniger. Ja, Arbeit. Aber du kriegst wahrscheinlich auch nochmal eine Belobigung, wenn du es selber nochmal fertig machst. Meinst du? Echt? Ja. Und bring einen Eimer Wasser mit. Oh, okay. Ja, mach ich. Und nimm das grüne Feuer. Habe ich eh noch im Inventar. Okay. Wie viel wäre übrigens Gold V plus 30? Ah, okay, danke. Wusste ich nicht. Hab die schon immer gesucht, aber hab den Befehl nicht gefunden. So. Oben ist die. Das Leuchtfeuer. Ja, es brennt rot. Mach erst aus und dann überschreiben, ne? Hä? Ausmachen? Wie geht das? Mit Wasser. Ach schon. Deswegen sage ich, nimm Wasser mit. Das Wasser vergessen. Aber geht das nicht zum Überschreiben? Doch, geht schon, aber ich weiß nicht, ob du die Belobigung dafür kriegst. Leuchtfeuerflamme ausrichten, R. Anscheinend nicht. Du hast recht. Der Vulkan bricht wieder aus. Nö, oder? Pech kann man haben. Oh, ich habe ein Skelett hinter mir. Ja, geil. Jetzt eigentlich sagen können. Ich bin gerade geflogen von dem Skelett. Sorry. Ja. Dann macht es jetzt mal ganz schnell mit der Flamme. Du kannst ja auch noch das Rote holen, ne? Das Rote? Also unten vom Schiff meinst du? Genau. Ja. Oh nein, ich sterbe. Ja, bin tot. Oh nein. Oh doch. Mal gucken, ob ich dafür noch eine Flamme kriege. Hm. Nö. Wir bekommen keine Belobigung, wieso nicht? Moment. Komisch. Hast du, zählt für beide. Ja, klar, die Belobigung. Aber wir hatten noch vorher das Rote. Moment. Es gibt eine Belobigung für die Ancient Isles. Mhm. Das Leuchtfeuer anzünden. Es gibt eine für The Wilds. Es gibt eine für Devil's Roar. Wenn du die für Devil's Roar hast, dann kriegst du auch keine Belobigung dafür. Ach so, das hast du schon vorher gemacht. Genau, da habe ich für uns beide die Belobigung dann geholt. Ah, cool. Ja, okay, dann geht es nicht mehr. Ich dachte, man muss die ganzen Flammen hier aktivieren. Mhm. Oh, man muss aber 12-mal irgend so eine Flamme frei anzünden. Boah, krass. Entzünde deine Schiffslaterne mit Schicksalsflammen aller 5 Farben. Das heißt, wir müssen noch einmal durch einen Sturm sterben, durch eine Schlange sterben, durch einen Hai sterben und durch andere. Wieso ist 5? Das sind doch 6 sogar. Blaue Flamme, violette Flamme, rosa. Ja, gibt's aber in jeder Gegend gibt's dann mehrere Signalfeuer, oder? Ja, ja, aber nicht so viele halt. Wirklich wenig. Das heißt, hier auf der Insel hier, bei Ruby's ist Spot, ein Spot. Genau, aber da können wir keine andere Farbe mehr entzünden. Doch, können wir schon. Aber wir haben ja die Lichtbringer von Devil's Roar errungenschaft. Und dazu brauchst du dann kein Leuchtfeuer mehr in Devil's Roar anzünden, sondern nur noch einmal in The Wilds, einmal in The Ancient Isles und einmal in Shores of Plenty. Ah, okay. Stimmt.
Mir fehlt noch der Hai. Und eine Flamme in Shores of Plenty. Fertig machen. Oh, und dann halt noch das ganze Schiff in verschiedene aber Farben. Entzünde deine Laterne mit einer weißen Schicksalsflamme von der Fähre der Verdammten. Da musst du durch einen Sturm sterben. Ah, okay. Das ist die eine Errungenschaft. Das sind jetzt verschiedene, ja, genau. Man muss es entzünden auf der Fähre der Verdammten. Und dann muss man halt genau. In diesen Gegenden die Flamme entzünden. Also sobald du das auf der Fähre der Verdammten bekommen hast, kriegst du schon mal eine Errungenschaft. Genau. Die zweite Errungenschaft kriegst du dann, wenn du auf einer der Gebietsinseln die das Leuchtfeuer entfachst. Ah, jetzt habe ich es verstanden. So ist es, okay. Ich bin mal ganz schnell mein Essen aus dem Ofen holen. Bin ja, klar. Wieder da. Und ich schaue dann zu dem Typen, zu unserem Händler. Ich dachte eigentlich, der Vulkan bricht aus. Das Signalfeuer, das so komisch raucht. Normalerweise raucht nämlich der Vulkan. Wo ist denn jetzt der blöde Händler? Da ist er nicht. Ist er hier? Hier, stimmt. Irgendwo muss er sein. Du musst auf allen 12 Inseln anzünden, um alle Errungenschaften zu bekommen. Ja, okay, klar. Weil du hast ja zum Schluss noch die Errungenschaft mit den 12 Inseln, gell? Stimmt. Kein Problem, ist dann gleich hinter dem Felsen. Autsch. Da ist der Händler, oder? Nee. Hey, hier ist irgendwas. Ist das der Händler? Okay. Weil hier ist irgendwas. Schatulle. Ha. Nice. Jetzt nehmen wir hier das Wasser raus. Beziehungsweise erstmal reparieren. Aber ist gut zu wissen, also ich bin noch bei der Quest noch komplett neu. Bin jetzt schon interessiert, wie es weitergeht, weil ich mag dann auch die Quest irgendwann abschließen. Wie kann man eigentlich am besten seine Questpunkte einlösen? Also, dass man die Questpunkte gegen Gold eintauschen kann, ist klar, habe ich schon gemacht. Aber ist es nicht besser, wenn man seine Questpunkte, also diese blauen, dass man die gegen irgendein Kosmetikzeug irgendwie eintauscht, weil das ist dann nicht. Lohnt sich dann das nicht sogar besser? Wäre fast irgendwie besser, oder? Dass man jetzt halt nicht das Gold eintauscht, sondern lieber die. Das Outfit selbst. Da ist er. Oh, super. Nicht. Okay, ich muss das Schiff wieder herholen. Geht gar nicht. Ich bin zu weit weg. Ich falsch? Okay, ich stehe falsch. Egal. Dann schwimme ich heute. So. Und umdrehen. Es wird dunkel. Der Zweimaster, der kümmert sich mal nicht um uns. Das ist ziemlich geil. Er hat seine eigenen Probleme. So, oh, bin wieder da. Super. Ich fahre jetzt wieder zum Händler zurück. Ich muss aufpassen. Hast du wieder abgehauen? Ja, weil das Skelett schießt jetzt die ganze Zeit. Okay. Also ich habe das Skelett eben noch getötet. Echt? Cool. Das Skelett, das hat uns jetzt dauernd beschossen. Ja, das nervt tierisch, das Vieh. Ja, voll.
Aber dann können wir wenigstens die Sachen hier an Bord bringen. Mhm. Und die Kiste liegt immer noch im Wasser, oder? Ja. Aber die ist wahrscheinlich schon wieder despawned, oder? Habe ich mir auch schon gedacht. Mhm. Weil allzu lang hält es nicht. Ich habe schon mal versucht wieder zu holen, wenn ich gestorben bin. Und dann war es aber weg. Mhm. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich jetzt hier nebenbei ein bisschen esse. Ich versuche mich auch so weit wie möglich vom Mikrofon fernzuhalten. Kein Problem. Kein Problem. Muss ich ja mal ausnutzen, dass ich hier ohne Facecam in einem Stream sitze. Ich kenne das, ja. Endlich mal im Stream ohne Facecam. Ja. Mal gemütlich machen. Ja, definitiv. Schön Leberkäsebrötchen. Oh, Leberkäse, cool. Na klar, mega. So.